Hallo und willkommen zurück hier bei Let's Play Super Mario Odyssey. Das wollte ich noch nicht. Ich wollte erst hier runter. In der letzten Folge haben wir den komischen Mond aus dem Kleidraum geholt. Dankeschön. Und müssen jetzt noch das letzte Dingenskirchen finden. Okay, das wird strange. Das werden wir niemals wieder hier hochschaffen. Wir sollten das eventuell mit so einem Fisch machen. Okay, wir werden hier sowas von sterben. Oder steht man direkt oder wird dann erstmal so... Okay, das Leben geht erst so langsam weg. Oh oh. Wir werden sterben. Wir werden sterben. Okay, dann machen wir das mal mit so einem Fisch. Das könnte tatsächlich gehen. Das ist nämlich noch relativ nah dran. Okay, du da, komm mal her. Komm mal her. So. Jetzt geht's hier auf Entdeckungstour. So, verschwinde. Okay, tschüss. Das wäre halt echt intelligenter gewesen, das von Anfang an so zu machen. Ja, ich bin voll intelligent, ich weiß. Und gar nicht offensichtlich oder so. Naja, ich hab's auch erst ein bisschen später gecheckt, tut mir leid. Da ist einfach so ein Tod, der um Hilfe ruft. Hast du dich verlaufen? Wie soll ich hier jemals wieder rauskommen? Okay, da ist so ein Ding. Hi. Mario, wie schön, dich hier zu treffen. Yep, ich bin's wirklich, Captain Todd. Ich bin gerade in der ganzen Welt unterwegs und suche nach Powermonden. Also schwimmen mit Rucksack ist wirklich mehr als beschwerlich. Ich weiß gar nicht so recht, wie ich hier hingekommen bin. Aber dafür habe ich unterwegs diesen Mond hier entdeckt. Den schenke ich dir. Danke. Aber wie komme ich bloß wieder nach Hause? Ja, das frage ich mich auch, mein Freund. Ich würde sagen, gar nicht mehr. Was hast du noch so zu sagen? Shopping im Sea Legend. Ich glaube, da war ich schon, oder? Nein, Shopping im Sea Legend. Das ist der Laden. Moment. Obwohl, der Laden hat uns ja nur dahin gebracht. Also haben wir da Sachen gekauft, um am Ende wieder... Ja, okay. Das haben wir, glaube ich, schon gemacht. Okay. Ich hoffe, ihr konntet meinen Gedankengang verstehen. Kann ich die einfach platt machen, oder? Wie sieht's aus? Da muss ich dafür irgendeinen Hebel finden. Achso, der reißt die für mich raus. Dankeschön. Sehr nett. Jetzt fehlt uns halt noch ein so ein Mond, ne? Wo krieg ich den nur her? Das meiste haben wir halt, glaube ich, echt schon erledigt. Oh, hier geht's in... Hier geht's noch eine Etage höher. Die sollte ich mir eventuell auch mal angucken. So. So. Okay. Hier war ich schon. Hier war ich schon. Mist. Das bringt uns also nicht mehr weiter. Gibt's denn sonst noch irgendwas? Von hier hat man halt echt einen ganz guten Überblick. Aber ich glaube tatsächlich, dass hier RIP ist. Na gut, dann mit dem Schacht hoch aufs Dach und dann wieder zurück zum ersten Teil, wo wir hoffentlich auch noch irgendwas finden. Ansonsten gehen wir halt zum nächsten Kampf. Das macht dann auch keinen Sinn, jetzt stundenlang irgendwie rumzusuchen und rumzueiern, keine Ahnung. Also ich sehe jetzt auch nichts, wo ich bisher noch nicht war. Deshalb gehen wir jetzt noch einmal zurück und dann schauen wir mal. Mit der haben wir schon geredet. Ansonsten habe ich echt keine Ahnung, wo noch was sein könnte. Ne, da muss ich gleich gegen das olle Ding kämpfen, das mir eh schon die ganze Zeit auf den Sack geht. So. Hallo? Innenhof, hier war ich ja noch nie.
Moment. Ich wusste doch, dass das nichts Gutes bedeuten kann. Haben wir schon mit der Eulen gesprochen? Hallo. Ja, das haben wir schon gehört. Das haben wir auch schon alles erledigt. Das Wasser ist unser wahres Zuhause. Schön. Das freut mich doch für euch. Naja, meistens. So. Hier ist halt wieder so eine Kackkiste. Ich habe immer noch keine Ahnung, was die bringt. Dankeschön. Wo der letzte Mond jetzt aber ist, das weiß ich immer noch nicht. Was diese Kiste mir bringt, weiß ich auch nicht. Du bist Kacke. Verpiss dich endlich. Da müsste ich halt nochmal hoch. Obwohl, da war ich schon. Ich erinnere mich. Ja gut, hier wird es dann nichts mehr geben, ne? Wir können halt nur nochmal gucken. Aber, oh. Ja gut, direkt Sachen hinter mir zu übersehen, das kann auch passieren. Was soll mir das da bringen? Da kommen doch bestimmt auch schon wieder die ekligen Dinger raus. Nö, ausnahmsweise mal nicht. Das meinte ich mit, ich finde einen Mond an jeder Ecke. Genau. So. Ich glaube, hier ist halt jetzt echt Ende, ne? Sieht für mich auf jeden Fall stark danach aus. Also beschweren kann man sich da eher weniger. Na gut, dann jetzt nochmal hoch da. Ich hasse meinen Drucker, habe ich das schon mal erwähnt. Moment, ich werde ihn mal eben ausschalten. Obwohl, ich wette, wenn ich ihn ausschalte, ist es lauter, als wenn ich ihn anlasse. Vielleicht auch nicht, ich bin mir nicht sicher. Ansonsten mache ich den gleich einfach in der Aufnahmepause aus. Aber es gibt genug Gründe, ihn zu hassen, von daher... Ach, das wird wieder voll kompliziert. Kann ich mich nicht einfach eben kurz dahin beamen? Das wäre, glaube ich, irgendwie ein bisschen intelligenter. So. Auf geht's. Geht's, geht's. Jetzt ist halt nur noch die Frage, wo der letzte Mond ist. Dazu grabbe ich mir jetzt doch nochmal so einen Fisch. Du da. Komm mal her. Dankeschön. Jetzt schauen wir uns hier nochmal genauer um. Ach so. Hallo. Moment, das könnte vielleicht auch funktionieren. Funktioniert das denn? Nö, das funktioniert natürlich nicht. Das würde mich auch mal interessieren. Und mich würde auch mal mehr interessieren, wie wir den hier wieder wegbekommen. Muss ich jetzt ernsthaft oben rum? Och man, wie unnötig. Was bringt mir das jetzt? Ach so, cool. Hab mich selten so gefreut. Wie kriege ich das jetzt wieder weg? Geht das irgendwie so? Nee. Hier ist leider auch nichts, was schießen kann. Ich weiß auch nicht, ob ich mir einfach nur so einen Fisch holen soll und den dann einfach so dagegen jage. Ich bezweifle irgendwie, dass das was bringt. Dankeschön. Mondstück im See. Interessant. Ey, du da. Dankeschön. So, das probieren wir einfach mal aus. Schaden kann es ja nicht. Da einfach mal so gegen zu schwimmen. Nee. Ich will da leider durch. Mann, ist ja lame. Gut, dann würde ich sagen, dann gehen wir halt jetzt einfach zum Kampf. Ich weiß es auch nicht mehr. Also ich weiß halt nicht mehr weiter, wie es jetzt noch weitergehen soll. Heul nicht rum, sonst kriegst du noch einen ab. Heul nicht rum. So.
Wo müssen wir jetzt nochmal lang? Am besten dadurch, wenn ich hier vom Wasser aus hochkomme, wäre das ganz günstig. So. Lol. Das war nicht der Plan, aber okay. Direkt nochmal. So. Gut, wir speichern am besten auch einfach mal eben kurz. Das dauert ja nicht lange und ist, glaube ich, ganz praktisch. Gut, schauen wir uns das mal an. So, wer kommt dieses Mal? Ach, wahrscheinlich der, ne? Aha, cool. Könnt ihr auch behalten, ich finde das leider auch nicht so cool. Mhm. Ja, es passt nicht zum Wrack, es passt zum Wrack, verstehst du? Weil ihr so abgewrackt seid. Hahaha, lustig. Du blödes Miststück. Ist dir mal aufgefallen, dass du übelste der Otto bist? Voll der Troll eigentlich. Was soll ich denn tun, um den irgendwie zu stoppen? Soll ich seinen Hut vielleicht irgendwie vereinnahmen oder so? So ganz check ich das noch nicht. Ich sehe jetzt auch keine Möglichkeit, den irgendwie zu hauen. Das bringt irgendwie wenig. Muss ich vielleicht irgendwie den Hut? Okay, ich bin eh fast tot. Ja, ich bin tot. Okay, wie soll ich den jetzt fertig machen? Das sehe ich irgendwie noch nicht so ganz. Also der ist halt relativ groß, deshalb kann ich mir denken, dass ich einfach so den Hut nehmen muss. Und dem den halt um die, also halt da drauf springen, um ihm auf den Kopf zu springen. Wisst ihr, wie ich das meine? Was die auch immer alle mit ihren Hüten haben, oh mein Gott. Das überspringe ich mal, das ist mir zu viel Trash-Talk. Das ist aber auch einfach ein viel zu kurzer Zeitraum. So, das war so, ne? Ja. Ach so. Mist, das hat nicht so gut funktioniert. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr, wie ich das gemacht habe gerade. Ach so, okay. Ich bin eh fast tot. Ich bin tot. Ja gut. Die Münzen können wir ja wenigstens noch aufsammeln. So. Ja, das höre ich mir jetzt auch nicht nochmal an. Das reicht dann auch. Auch es nervt, Typ. Du bist ein bisschen gestört und bitte nerv mich nicht weiter. Ich muss mal eben kurz hier die Münzen aufsammeln. Das ist meine Todeskasse. Die Münze fehlt mir dafür noch. Okay, wir machen wieder den hier. Und jetzt auf dich drauf, du blöde Schnepfe. Ich muss kurz seine Münzen aufsammeln. Ich muss mich ja irgendwie rächen. Hör auf, mich zu verfolgen. Scheiß Pädophiler. Wie die auch immer so komisch rumhüpfen. Das macht mich auch irgendwie mega sauer. Stirb. So, ich muss kurz seine Münzen aufsammeln. Pädophiler Hase. Ich möchte deinen echten Hasen nicht sehen. Ich glaub's wohl. Möchtest du jetzt auch noch den letzten haben? Hier. Und jetzt stirb bitte. Ende mit deinem Drogentrip, mein Freund. Pack mal das LSD aus. Ich will gar nicht wissen, was die so alles für Drogen mischen. Also, die sind, glaube ich, echt hart mit dabei. Jetzt ist natürlich die Frage, wo es als nächstes hingeht. Wir müssen schnell hinterher. Ja. Irgendwann geht der schon kaputt. Danke. Der
Jetzt ist die Treppe plötzlich auch wieder da. Also hier scheint auch wieder alles fresh zu sein. Was kann ich hier machen? Fotos vom Hinweis Kunstschießen. Aha, aha, aha. Okay. Tja, schade, dass ihr hier nicht runterkommt. Was macht der Typ plötzlich hier? Warum? Ich dachte, ich könnte dann irgendwas mit denen machen. Kann ich auch rausschweben? Nee. Was macht das denn dann für einen Sinn? Achso, hier sind irgendwelche imaginären Fische, okay. Ach, das ist so Animal Crossing-Style. Finde ich cool. Ach so, okay. Wenn die gerade so ein bisschen anbeißen, ich muss gar nicht warten, bis das ganz unten ist. Da sind sogar noch mehr. Aber wir schauen uns erstmal dieses Gemälde an und gehen da auch mal rein. So. Hinein mit A, das ist doch A. Wo lande ich jetzt? Ach, was für einen Trip begeben wir uns da? Ich möchte es ehrlich gesagt nicht wissen. Oh, ich hau erstmal wieder gegen das Mikrofon. Das ist immer nicht so dolle. Schlemmerland, Schaumspitze. Okay, es sieht so aus, als könnte ich hier noch nicht viel machen. Aber vielleicht ist das wieder so eine Preview, wo wir irgendwann noch hinkommen. Das sieht hier auf jeden Fall auch wieder alles aus wie auf einem großen Drogentrip. Naja, die nehmen wir mit und verziehen uns wieder. Eigentlich ziemlich cool. Naja, mal gucken, ob das noch was wird. Ich wette halt, da wo man die Bilder hinterher nicht findet, da steht man dann am Ende so und denkt sich, oh mein Gott, wie komme ich an diesen Stern ran? Und ja, das sieht man dann wahrscheinlich einfach so aus der Weite und regt sich auf. Das kann ich mir echt gut vorstellen. Was passiert, wenn ich noch so einen Fisch angle? Ich will das nochmal probieren. Hier, beiß mal an. Du möchtest es. Du willst es. Mist. Man merkt das auch so ein bisschen im Controller tatsächlich. Hier, du möchtest anbeißen. Glaub mir, vertrau mir. Mist, die beißen halt immer relativ spät an. Erstmal vibriert das halt nur so ein bisschen und dann immer mehr. Ach nee, weißt du was, da habe ich jetzt auch keine Lust mehr drauf, ehrlich gesagt. Ich würde mich erstmal gern umziehen und dann würde ich gern abhauen. Aber ich werde hier gerade von so ein paar Irren verfolgt. Da muss ich mal eben kurz abhauen. So, wir ziehen uns jetzt erstmal um. So sind wir doch nicht mehr fresh unterwegs. Nee, von dem möchte ich bitte nichts, danke. So, gehen wir da erstmal durch. So. Umziehen bitte, ganz dringend. Dieses Outfit geht nämlich gar nicht fit. Nein, so geht das auch nicht fit. Nein, bitte nicht. Bitte mach das nie wieder. So ist das perfekt und so ist es auch perfekt. Gut, bestes Outfit. Jetzt sind wir wieder fresh unterwegs. Aber ich würde sagen, wo es dann als nächstes hingeht, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Here we go, off the rails. Don't you know, it's time to raise our sails. It's freedom life.